Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil hier aus Italien, mit dem Qualifikationstraining an diesem Samstag. Gehen wir rein, los geht's, auf geht's. Ja. Gleich wird die Boxengasse geöffnet und das heißt, dass es dann hier in Monza Zeit wird für das Qualifying. Die Fans freuen sich auf spannende 60 Minuten. Und während wir hier bereit sind und auf den Start eines hoffentlich spannenden Qualifyings warten, Stefan Römer, warum verrätst du uns nicht, was ein Fahrer tun kann, um in dieser einen Session das meiste aus seinem Auto herauszuholen? Naja, man ist natürlich durch die Parkfermehrregeln schon weitgehend eingeschränkt. In früheren Zeiten, vor dem Jahr 2004, konnte man in den freien Trainingssessions je ein Qualifying-Setup und ein Renn-Setup ausarbeiten und diese dann nach dem Qualifying wechseln. Das Rennauto war also bisweilen im Gegensatz zum Qualifying-Auto sehr unterschiedlich. Heutzutage muss man allerdings einen Kompromiss finden, der für beide Events passt. Während der Session gibt es nur ein paar wenige Dinge, die du anpassen kannst. Etwa das Differential, Bremskraftverteilung und Frontflügelwinkel. Aber das war's dann auch schon. Es geht also eher darum, das Vorhandene zu optimieren und den eigenen Fahrstil bestmöglich an die Streckenbedingungen anzupassen. Ja, jetzt müssen wir natürlich hoffen. Also wir werden auf jeden Fall auf die Soft, Supersoft gehen. Ich werde dann diesmal nicht aus der die Variante nehmen, die ich in Belgien genommen habe. Die war nämlich durchaus knapp, aber das war der strategische Vorteil. Ja, natürlich können wir jetzt... Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Genau, Fahrzeugmanagement. So. Gut, dann gehen wir raus auf die Rennstrecke. Relativ gut genommen, die erste Kurve. Und Magnus mit der 24,5. Die ist gar nicht mal so schlecht, die Zeit. Ocon, 24,1. Direkt hinterher. Die ist sogar noch mal eine Ecke besser. Da werden wir auch gerade das Knabbern haben, an diesen 24er-Zeit. Wir sind ihm, glaube ich, 23,6 oder 23,8 oder so gefahren. Aber wenn man bedenkt, dass es schon Magnus und Ocon fahren, oder wenn wir uns richtig strecken müssen. Definitiv. Aber gucken wir mal. Dann gucken wir mal. 24,1 ist die Vorgabe von Nico Hülkenberg momentan. Fantastic. 22er Zeit. Kommt sauber aus der Box. Der Eriksson. Der letzte Saison mit der. Oder bzw. bei im Jahr 2018 hier richtig böse abgeflogen ist. Hier vorne nämlich an der Ecke. So. Die Führung momentan vor Sainz und Bottas. Also gerade das Zeit jetzt Überraschung auf der 2. Ist glaube ich gar nicht mal so schlecht auf jeden Fall, wenn die Ferrari momentan tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen ihre Schwächephase haben. Die Frage ist, sind die schon gefahren?
Weil natürlich nochmal einen ordentlichen Schub machen und eine ordentliche Zeit sitzen. We have two laps of fuel remaining. 22.007. Die Zeit war auch wichtig, auf jeden Fall. Die Zeit war wichtig. Wie viel haben wir denn Vorsprung? Gute Sekunde. Das ist eine ordentliche Ansage. Definitiv. Alles drei Violette. Auf einmal läuft der Red Bull. Auf einmal kann der Red Bull. Ja, aber was dahinter kommt, ist keine so große Überraschung. Wir sind hinter mal Ferrari, sind Perez und Sainz. Perez ist keine Ja, genau. Es ist so keine Überraschung, wie gesagt. Auch dahinter Perez mit Mercedes-Motor. Klar, Sainz ist schon eine Überraschung tatsächlich. Bottas auf 6 nur. Nico Hülkenberg, dann Ocon, auch der zweite Force India. Ja, vor der Mitte bei der Geschichte, aber Ericsson und Hardley. Das sind die Plätze 9 und 10 noch dabei. Also, wo die Frage ist, wie viel haben wir schon auf wie viel hat schon gefahren? Hamilton überhaupt gar nicht auf die momentane Kette gekommen. Der 24,5 gar nicht drauf gekommen. Platz 14 momentan. Was für eine Hammer-Überraschung. Verstappen nur auf 12. Aber ich vermute, dass sie alle Verkehr gehabt haben. Jetzt hinten Grosjean, Van Dorn. Davor Vergessli. Also dreimal Französisch sprechen auf den letzten drei Plätzen. Davor Sirotkin ist toll. Also Ben Williams auf den Plätzen 16 und 17. Da wären sie heuer froh, wenn sie das auf die Reihe kriegen würden. Ja. So, Max mal kurz begleiten. Den wollen wir nämlich auch nochmal. Der muss sich ja auch verbessern. Jetzt hat er mal eine freie Runde. Ich hoffe, dass bei ihm gleich die 2 aufblinkt. Gucken. Wenn wir gleich sehen. Und hat viertplatziert an der WM mit 124 WM-Punkten. Aber uns ist das gar nicht mal so schlecht. 9 Minuten haben wir auf jeden Fall noch. Gut, nur der bricht die Runde ab tatsächlich. Er gibt sich erstmal für den ersten Sim mit Platz 12 zufrieden. So, ich mache mich mal ganz kurz woanders hin. Ich lasse euch ein paar Minütchen alleine. Vielleicht ein, zwei Minütchen und bin dann sofort wieder da. So, ich sagte ja gerade, dass ich halt einen Moment weg bin. Jetzt bin ich wieder da. Und wir haben noch 6,5 Minuten und sind gerade bei Magnussen auf dem Auto. Der momentan nur auf Platz 15 hängt. Wird für ihn natürlich alles andere als zufriedenstellend sein. Ja, der Haas, mein ehemaliges Online-Team. Ich bin ja von Haas zu Williams gewechselt. Quasi das Cockpit mit den beiden Williams-Fahrern getauscht.
Und habe meinen Stammteam-Kollegen eigentlich verloren. Der Brandon wird diesmal nicht mehr dabei sein. Leider nicht mehr in der Sonntagsliga. Aber dafür sowohl in der Samstags- als auch in der Montagsliga mit dabei sein. So. Ich glaube, es ist eh nicht viel auf der Strecke. 6 Autos, okay. Wie sieht denn momentan die aktuelle Tabelle aus? Also, wir sind momentan klar voll auf Kurs. Das ist eigentlich soweit in Ordnung. Max Verstappen auf 13, wo Alonso auf 14, 15 Hamilton. Das ist für mich jetzt eigentlich super in Ordnung. Okay, wir haben nochmal eine Runde gesetzt mit den Reifen, weil die sind ja auch 2 Runden alt, der Satz. Ich würde ja gerne einen Satz haben, wo der eine Runde alt ist, um einfach nochmal zu kontern. Komm, wir fahren nochmal raus. Jetzt gerade mal kurz gelb. So, da ist jetzt auch ein Auto langsam. Es ist ein Williams. Der verschwindet aber gerade mal kurz in die Box. Aber da kommt einer raus. Es könnte ein Haas sein. Ne, es ist ein... Ja, es ist Ocon. Ja, den muss ich natürlich jetzt gerade komplett verplatzen. Na, das war natürlich alles andere als clever, dass der Köln mir auch noch ins Auto gezogen ist. Ich musste halt die Lücke zumachen, weil der genau zu unpassend raus ist, rausgekommen ist. Hamilton jetzt auf 3. Ja, die Runde ist ja eh gegessen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Runde abbrechen. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Okay, das hat sich gerade erledigt. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Naja. Ich werde die Runde jetzt eh komplett zumachen. So. 30 seconds left in the session. Sind nur 30 Sekunden, das heißt, es bringt nichts mehr.
Good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Richter, Raikkonen und Sergio Perez. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ja, Ferrari auf 2 und 5, unserem Teamkollege zumindest mal auf 7. Da hatte ich uns tatsächlich, oder beziehungsweise mich auch ein bisschen erwartet, wenn ich ehrlich bin. Sirotkin als Mega-Überraschung auf Platz 8, also an Williams. Gut, ich überrasche tatsächlich nicht, dass die Williams vorne hier auf einmal so stark sind. Ich weiß nicht, wo der Stroll liegt, wahrscheinlich am Ende irgendwo des Feldes. Aber irgendwie liegt es im Williams, liegt es im Mercedes-Motor. Also ein verrücktes Qualifying. Klar, Stroll hängt ganz am Ende des Feldes. Und Bottas tatsächlich auf Platz 13, also durchaus gut für uns. Gut. Dann war's das mit dem Qualifikationstraining, auf jeden Fall auch, mit dem zweiten Teil des Italien-Wochenende. Das dritte Teil, der dritte Teil ist nämlich das Rennen. Das werden wir aber morgen auf jeden Fall sehen. Und ja, das sollte dann eigentlich auch gut sein. So. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich die Pole tatsächlich nicht mal erwartet. Das war für mich eigentlich tatsächlich komplett außer Plan. Aber der Plan hat wohl, also das hat tatsächlich nur funktioniert. Wir haben uns tatsächlich gesteigert, weil die Medium überhaupt keine Optionen sind. Das heißt, es wird die Variante Super Soft Soft geben. Also quasi die Variante, die alle anderen auch fahren werden. Jetzt müssen wir nur über unser fahrerisches Können tatsächlich versuchen, die anderen hinter uns zu halten und eventuell dieses Rennen hier tatsächlich zu gewinnen. Und den nächsten Schritt Richtung WM-Titel zu machen. Weil dann sind wir nämlich raus aus Europa. Das ist das 14. Rennen jetzt auf jeden Fall. Dann haben wir nämlich noch ein paar Rennen. Naja, wie dem auch sei. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2018. Und dann geht's weiter mit dem Rennen morgen um 14 Uhr natürlich, wie immer. Ja, 14 Uhr sollte hinkommen. Dann hoffen wir mal auf den nächsten Saisonsieg. Ja, bis dahin und auf Wiedersehen. Achso, bevor ich jetzt gerade abgebe aus dem Links. Gucken wir nochmal auf die WM-Tabelle. Was die Fahrer. Das wird nicht reichen. 23 Punkte. Da muss Mercedes auf jeden Fall einiges verlieren heute. Also, wie gesagt, wir schauen mal. Also, im Vorteil ist, dass das Robot das ganz hinten liegt. Also, wir müssten auf jeden Fall gewinnen. Und Verstappen muss sich auf jeden Fall steigern. Und am besten holen die Mercedes kaum Punkte. Naja, schauen wir mal auf jeden Fall. Bis dann und ciao.